Die Hand von Guy de Maupassant. Diese LibriVox-Aufnahme ist in der Public Domain. Man drängte sich um den Untersuchungsrichter Bermutier, der seine Ansicht äußerte über den mysteriösen Fall von Saint-Cloud. Seit einem Monat entsetzte dies unerklärliche Verbrechen Paris. Niemand konnte es erklären. Herr Bermutier stand, den Rücken gegen den Kamin gelehnt, da, sprach, sichtete die Beweisstücke, kritisierte die verschiedenen Ansichten darüber, aber er selbst gab kein Urteil ab. Ein paar Damen waren aufgestanden, um näher zu sein, blieben vor ihm stehen, indem sie an den glattrasierten Lippen des Beamten hingen, denen so ernste Worte entströmten. Sie zitterten und schauderten ein wenig zusammen, in neugieriger Angst und dem glühenden, unersättlichen Wunsch nach Grauenhaftem, das ihre Seele quälte und peinigte. Eine von ihnen, bleicher als die anderen, sagte während eines Augenblicks Stillschweigen, »Das ist ja schrecklich. Es ist wie etwas Übernatürliches dabei. Man wird die Wahrheit nie erfahren.« Der Beamte wandte sich ihr zu. »Ja, gnädige Frau, wahrscheinlich wird man es nicht erfahren. Aber wenn Sie von Übernatürlichem sprechen, so ist davon nicht die Rede. Wir stehen vor einem sehr geschickt ausgebuchten und ungemein geschickt ausgeführten Verbrechen, das so mit dem Schleier des Rätselhaften umhüllt ist, dass wir die unbekannten Nebenumstände nicht zu entschleiern vermögen. Aber ich habe früher einmal selbst einen ähnlichen Fall zu bearbeiten gehabt, in den sich auch etwas Fantastisches zu mischen schien. Übrigens musste man das Verfahren einstellen, da man der Sache nicht auf die Spur kam.« Mehrere Damen sagten zur gleichen Zeit, so schnell, dass ihre Stimmen zusammenklangen, »Ach Gott, erzählen Sie uns das!« Der Beamte lächelte ernst, wie ein Untersuchungsrichter lächeln muss, und sagte, »Glauben Sie ja nicht, dass ich auch nur einen Augenblick gemeint habe, bei der Sache wäre etwas Übernatürliches. Es geht meiner Ansicht nach alles mit rechten Dingen zu, aber wenn Sie statt übernatürlich für das, was wir nicht verstehen, einfach unaufklärbar sagen, so wäre das viel besser. Jedenfalls interessierten mich bei dem Fall, den ich Ihnen erzählen werde, mehr die Nebenumstände. Es handelte sich etwa um Folgendes. Ich war damals Untersuchungsrichter in Ajaccio, einer kleinen weißen Stadt an einem wundervollen Golf, der rings von hohen Bergen umstanden ist. Ich hatte dort hauptsächlich Vendetta-Fälle zu verfolgen. Es gibt wundervolle, so tragisch wie nur möglich, wild und leidenschaftlich. Dort kommen die schönsten Rächerakte vor, die man sich nur träumen kann. Jahrhundertealter Hass, nur etwas verblasst, aber nie erloschen. Unglaubliche Listen, Mordfälle, die zu wahren Massakern, sogar beinahe zu herrlichen Taten ausarten. Seit 2 Jahren hörte ich nur immer von der Blutrache, diesem furchtbaren, korsischen Vorurteil, das die Menschen zwingt, Beleidigungen nicht bloß an der Person, die sie getan, zu rächen, sondern auch an den Kindern und Verwandten. Ich hatte ihm Greise, Kinder, Vettern zum Opfer fallen sehen. Ich stecke ganz voll solcher Geschichten. Da erfuhr ich eines Tages, dass ein Engländer auf mehrere Jahre eine im Hintergrund des Golfes gelegene Villa gemietet. Er hatte einen französischen Diener mitgebracht, den er in Marseille gemietet. Bald sprach alle Welt von diesem merkwürdigen Manne, der in dem Haus allein lebte und nur zu Jagd und Fischfang ausging. Er redete mit niemand, kam nie in die Stadt, und jeden Morgen übte er sich 1 oder 2 Stunden im Pistolen- oder Karabinerschießen. Allerlei Legenden bildeten sich um den Mann. Es wurde behauptet, er wäre eine vornehme Persönlichkeit, die aus politischen Gründen aus seinem Vaterland entflohen. Dann ging das Gerücht, dass er sich nach einem furchtbaren Verbrechen hier versteckt hielt.
Man erzählte sogar grauenvolle Einzelheiten. Ich wollte in meiner Eigenschaft als Untersuchungsrichter etwas über den Mann erfahren, aber es war mir nicht möglich. Er ließ sich Sir John Rowell nennen. Ich begnügte mich also damit, ihn näher zu beobachten, und ich kann nur sagen, dass man mir nichts irgendwie Verdächtiges mitteilen konnte. Aber da die Gerüchte über ihn fortgingen, immer seltsamer wurden und sich immer mehr verbreiteten, so entschloss ich mich einmal, den Fremden selbst zu sehen, und ich begann regelmäßig in der Nähe seines Besitztums auf die Jagd zu gehen. Ich wartete lange auf eine Gelegenheit. Endlich bot sie sich mir dadurch, dass ich dem Engländer ein Rebhuhn vor der Nase wegschoss. Mein Hund brachte es mir, ich nahm es auf, entschuldigte mich Sir John Rowell gegenüber und bat ihn artig, die Beute anzunehmen. Er war ein großer, rothaariger Mann mit rotem Bart, sehr breit und kräftig, eine Art ruhiger, höflicher Herkules. Er hatte nichts von der sprichwörtlichen englischen Steifheit und dankte mir lebhaft für meine Aufmerksamkeit in einem englisch gefärbten Französisch. Nach 4 Wochen hatten wir 5 oder 6 Mal zusammen gesprochen, und eines Abends, als ich an seiner Tür vorüberkam, sah ich ihn, wie er in seinem Garten rittlings auf einem Stuhl saß und die Pfeife rauchte. Ich grüßte, und er lud mich zu einem Glase Bier ein. Das ließ ich mir nicht 2-mal sagen. Er empfing mich mit aller peinlichen englischen Artigkeit, sprach im höchsten Lobestone von Frankreich, von Korsika, und erzählte, er hätte dieses Eiland sehr gern. Da stellte ich ihm mit größter Vorsicht, indem ich lebhaftes Interesse heuchelte, einige Fragen über sein Leben und über seine Absichten. Ohne Verlegenheit antwortete er mir, erzählte mir, er sei sehr viel gereist, in Afrika, Indien und Amerika, und fügte lachend hinzu, »Oh, ich habe viele Abenteuer gehabt, oh yes.« Dann sprach ich weiter von der Jagd, und er erzählte mir interessante Einzelheiten über die Nilpferd-, Tiger-, Elefanten- und sogar Gorilla-Jagd. Ich sagte, »All diese Tiere sind gefährlich.« Er lächelte, »Oh no, die schlimmste ist die Mensch.« Er lachte gemütlich in seiner behäbigen englischen Art und sagte, »Ich habe auch viel die Menschen gejagt.« Dann sprach er von Waffen und forderte mich auf, bei ihm einzutreten, um ein paar Gewehre verschiedener Systeme zu besehen. Das Wohnzimmer war mit schwarzer gestickter Seide ausgeschlagen. Große gelbe Blumen schlängelten sich über den dunklen Stoff und leuchteten wie Feuer. Er sagte, »Das ist japanische Stickerei.« Aber mitten auf der größten Wand zog ein eigentümlicher Gegenstand meine Blicke auf sich. Von 4 Ecken mit rotem Sammet umgeben, hob sich etwas Seltsames ab. Ich trat näher. Es war eine Hand. Eine menschliche Hand. Nicht die Hand eines Skeletts mit gebleichten, reinlich präparierten Knochen, sondern eine schwarze, vertrocknete Hand mit gelben Nägeln, bloßliegenden Muskeln und alten Blutspuren auf dem glatt abgeschnittenen Knochen, als wäre er mitten im Unterarm mit einem Beile abgehackt. An dem Handgelenk war eine Rieseneisenkette befestigt, die mit einem so starken Ring, als wollte man einen Elefanten daran binden, die Hand an der Mauer hielt. Ich fragte, »Was ist denn das?« Der Engländer antwortete ganz ruhig, »Das war meine beste Feind. Sie kam von Amerika. Das ist mit die Säbel abgeschlagen und die Haut mit scharfe Kiesel abgekratzt und 8 Tage in die Sonne getrocknet. Aho, sehr fein für mir.« Ich fasste diese menschlichen Überreste, die einem Koloss angehört haben mussten, an.
Diese Hand war grässlich zu sehen, und unwillkürlich drängte sich mir der Gedanke an einen fürchterlichen Racheakt auf. Ich sagte, dieser Mann muss sehr stark gewesen sein. Der Engländer antwortete ganz weich, »Oh, yes, aber ich war stärker. Ich hatte die Kette angebunden, ihn zu halten.« Ich meinte, er scherze, und sagte, »Nun, diese Kette ist ja jetzt unnütz. Die Hand wird ja nicht davonlaufen.« Sir John Rowell antwortete ernst, »Sie wollte immer fortlaufen. Die Kette war nötig.« Mein Blick ruhte fragend auf seinem Gesicht, und ich sagte mir, ist der Kerl verrückt oder ist es ein schlechter Witz? Aber sein Gesicht blieb unbeweglich ruhig, voller Wohlwollen, er sprach von anderen Dingen und ich bewunderte seine Gewehre. Aber ich bemerkte, dass geladene Revolver hier und da auf den Tischen lagen, als ob er in beständiger Furcht vor einem Angriff lebte. Ich besuchte ihn noch ein paar Mal, dann nicht mehr. Man hatte sich an seine Anwesenheit gewöhnt, er war uns allen uninteressant geworden. Ein ganzes Jahr verstrich. Da weckte mich eines Morgens, Ende September, mein Diener mit der Meldung, Sir John Rowell wäre in der Nacht ermordet worden. Eine halbe Stunde später betrat ich mit dem Gendarmeriehauptmann das Haus des Engländers. Der Diener stand ganz verzweifelt vor der Tür und weinte. Ich hatte zuerst den Mann in Verdacht, aber er war unschuldig. Den Schuldigen hat man nie entdecken können. Als ich in das Wohnzimmer des Sir John Rowell trat, sah ich auf den ersten Blick mitten in dem Raum die Leiche auf dem Rücken liegen. Die Weste war zerrissen, ein Ärmel hing herab. Alles deutete darauf hin, dass ein furchtbarer Kampf stattgefunden hatte. Der Engländer war erwürgt worden. Sein schwarzes, gedunsenes Gesicht hatte etwas Grässliches und schien ein furchtbares Entsetzen auszudrücken. Zwischen den zusammengebissenen Zähnen steckte etwas, und sein blutiger Hals war von 5 Löchern durchbohrt, als wären 5 Eisenspitzen dort eingedrungen. Ein Arzt folgte uns. Er betrachtete lange die Fingerspuren im Fleisch und tat die seltsame Äußerung, »Das ist ja, als ob er von einem Skelett erwürgt worden wäre.« Ein Schauer lief mir über den Rücken, und ich blickte zur Wand, auf die Stelle, wo ich sonst die entsetzliche Hand gesehen. Sie war nicht mehr da, die Kette hing zerbrochen herab. Ich beugte mich zu dem Toten nieder und fand in seinem verzerrten Mund einen der Finger dieser verschwundenen Hand, gerade am zweiten Glied von den Zähnen abgebissen oder vielmehr abgesägt. Die Untersuchung wurde eingeleitet, man fand nichts. Keine Tür war aufgebrochen worden, kein Fenster, kein Möbel. Die beiden Wachhunde waren nicht wach geworden. Die Aussage des Dieners war etwa folgende: Seit einem Monat schien sein Herr sehr erregt. Er hatte viele Briefe bekommen, aber sie sofort wieder verbrannt. Oft nahm er in einem Wutanfall, fast tobsuchtsartig, eine Reitpeitsche und schlug ein auf diese vertrocknete Hand, die an die Mauer geschmiedet und, man weiß nicht wie, zur Stunde, als das Verbrechen geschehen, geraubt worden war. Er ging sehr spät zu Bett und schloss sich jedes Mal sorgfältig ein. Er hatte immer Waffen bei der Hand, manchmal sprach er des Nachts laut, als zankte er sich mit jemandem. Diese Nacht hatte er aber zufällig keinen Lärm gemacht, und der Diener hatte Sir John erst ermordet vorgefunden, als er die Fenster öffnete. Er hatte niemanden in Verdacht. Was ich wusste, teilte ich dem Beamten und der Polizei mit, und auf der ganzen Insel wurde sorgfältig nachgeforscht.
Man entdeckte nichts. Da hatte ich eine Nacht, ein Vierteljahr nach dem Verbrechen, einen furchtbaren Traum. Es war mir, als sähe ich die Hand, die entsetzliche Hand, wie einen Skorpion, wie eine Spinne längs der Vorhänge hinhuschen. Dreimal wachte ich auf, dreimal schlief ich wieder ein, dreimal sah ich dieses entsetzliche Überbleibsel um mein Zimmer herumjagen, indem es die Finger wie Pfoten bewegte. Am nächsten Tag brachte man mir die Hand, die man auf dem Kirchhof, wo Sir John Rowell begraben war, da man seine Familie nicht eruiert hatte, auf seinem Grabe gefunden hatte. Der Zeigefinger fehlte. Das, meine Damen, ist meine Geschichte. Mehr weiß ich nicht. Die Damen waren bleich geworden, zitterten, und eine von ihnen rief: »Aber das ist doch keine Lösung und keine Erklärung. Wir können ja gar nicht schlafen, wenn Sie uns nicht sagen, was Ihrer Ansicht nach passiert ist.« Der Beamte lächelte ernst. »Oh, meine Damen, ich will Sie gewiss nicht um Ihre schönsten Träume bringen. Ich denke ganz einfach, dass der Besitzer dieser Hand gar nicht tot war und dass er einfach gekommen ist, um sie mit der Hand wiederzuholen, die ihm übrig geblieben war. Aber ich weiß nicht, wie er das angestellt hat. Das wird eine Art Vendetta sein.« Eine der Damen flüsterte: »Nein, das kann nicht so gewesen sein.« Und der Untersuchungsrichter schloss immer noch lächelnd: »Ich habe es Ihnen doch gesagt, dass meine Erklärung Ihnen nicht passen würde.« Ende von »Die Hand«, gelesen von Hokuspokus.